So Leute, was geht? Hier ist ein Eastside Gym, mein Bro Misha. Hey, freue mich mal wieder hier in Stuttgart zu sein. Mich freut es natürlich extrem. Bei Legs, da halte ich mich immer extrem gern hier an den Misha. Nicht nur trainingstechnisch, sondern auch intensitätstechnisch von allem. Wir sind immer noch am Altbestände aufbrauchen. Ja, Mann. Wir haben, glaube ich, noch, also ich habe noch wahrscheinlich 30 alte Dosen Tunnelblick zu Hause, die sind wir jetzt noch am Aufbrauchen. Ihr habt natürlich das Glück, dass ihr die 2.0 verwenden könnt. Wir können die Altbestände nicht einfach wegschmeißen. Deswegen sind wir da immer noch am Reinhauen. Und ich persönlich, ich mixe es immer mit den Aminos zusammen. Ich habe jetzt Apfel, Blutorange. Ich finde es gar nicht so schlecht, weil die erste Version hat nur 250 Milligramm Koffein und ist für ein Beintraining. Muss ich ganz ehrlich sagen, reicht es in der Regel, weil ich habe es gar nicht so gerne, wenn es immer, wenn du immer so übelst übertaktet bist. Also 250 Milligramm, total easy eigentlich. Deswegen diese Hardcore-Boost auch für ein Beintraining, also die Hälfte der Leute müssen dann irgendwo reinrennen oder können auch ihre Leistung gar nicht abrufen. Wir werden jetzt reingehen, das Training abfilmen, vor allem auch ein bisschen das Aufwärmtraining, was ich sehr interessant finde bei Misha, denn ich muss sagen, Flexibilität, Mobilität, diese ganzen Geschichten, die machen vor allem beim Unterkörper, finde ich, mehr aus, als man eigentlich denkt. Deswegen werden wir da ein bisschen drüber filmen und wir werden jetzt während dem Training auch gar nicht so viel reden. Da geht auch immer ein bisschen die Intensität verloren und wir wollen auch einfach, dass ihr mal seht, wie intensiv und wie konzentriert wir hier auch bei der Sache sind. Und dann werden wir hinterher nochmal ein Resümee ziehen und bei den einzelnen Übungen noch auf die wichtigen Details hinweisen. Sehr, sehr kurzes, ich sage jetzt mal volumenarmes, aber sehr intensives Beintraining, weil wir halt wirklich versuchen wollen zurzeit im Aufbau 2 bis 3 Mal pro Woche Beine zu trainieren. Deswegen wird es ein richtig gutes Training, maximal 70 Minuten und dann sind wir durch. Und ich freue mich, Mann. Bis gleich. Ja, also Front Squats ist eine Übung, die ich schon sehr, sehr, sehr lange in meinem Plan habe, auch aufgrund deswegen, dass ich kein reguläres Kniebeugen mehr mache, weil ich einfach gemerkt habe, dass bei mir beim regulären Kniebeugen zu stark der untere Rücken in Mitleidenschaft gezogen wird und einfach auch der Gluteus, der jetzt bei mir ja auch nicht gerade wirklich die Schwäche ist. Deswegen Front Squats, man hat eine deutlich aufrechtere Haltung, hat viel mehr Fokus auf dem Quadrizeps, deswegen für mich eine super Übung. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, wie Karl, trotz jetzt schon sicher fast einem halben Jahr oder mehr. Du hast mich motiviert, Mann. Ja, Mann, 140 Kilo wie ich auch bewegt hat. Gute Leistung. Er steht sehr, sehr, sehr eng. Ich habe das früher auch so gemacht, muss aber sagen, dass es bei mir aufgrund des zu engen Stands, das hat man auch im vierten Satz gesehen, habe ich es auch versucht, hat einfach mit der Hüfte nicht klarkommen. Also ich muss ein bisschen so ein typischer, die Weightlifters machen ja auch einen sehr breiten Stand und deswegen habe ich das so ein bisschen übernommen und das hat mich ein bisschen überrascht, aber es ist ja nicht zwingend schlecht, solange, ja, ich sag's jetzt mal, die Übung kontrolliert ausgeführt wird, die Fußgelenke, die Fußknöchel nicht kollabieren, von daher eigentlich alles gut gewesen soweit. Come on, man! Ja, wir haben ein 5x5 System gemacht, ja. Haben darauf Wert gelegt, dass wir wirklich auch nicht den Reflex unten mitnehmen und bouncen, sondern wir haben uns wirklich sehr schön kontrolliertes Gewicht. Ich hatte eine andere Haltung, ja, das ist ja, da habe ich einfach mehr Stabilität, mehr Kraft. Ich habe so gelernt damals beim Footballspielen, im Powerlifting und so, so habe ich es gelernt. Ich habe dann im letzten Satz nochmal versucht, es anders zu machen, ja. Und habe gleich gemerkt, wie es nochmal wirklich 10% schwerer war. Ja, das ist, also ich muss sagen, ich bin da auch ein bisschen neidisch, dass du die Mobilität in den Schultern hast, weil ich
ab 100 Kilo fehlt es mir einfach an Mobilität, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich merke es einfach mit dem Handgelenk. Das wäre vielleicht auch mal ein Test für mich in Zukunft. Deswegen halt die Bandagen dran. Ja. Hast du da mal ein Tutorial gemacht dazu? Nee, will ich aber eins machen, weil du hast ja auch gesehen, der Ralf hat mich gedehnt am Anfang und ich habe mich auch selber gedehnt. Ja. Aber die meisten Leute denken, dass es hier scheitert. Das ist easy. Es scheitert hier. Ja. An dieser Flexibilität scheitert es. Also an dieser. Und vor allem auch am Unterarm, du kriegst einen brutalen Pump im Unterarm und dann ab dem zweiten, dritten Satz, wenn du das nicht gewöhnt bist, kannst du einfach nicht mehr. Jetzt geht, come on. Hol dir das Shit, komm. Hol dir das Shit. Gehört schon dir, du musst nur Abfuß, komm. Komm, alles deins. Alles deins. Alles deins. Jetzt komm. Grab sie aus, komm. Jetzt. Komm. Grab sie aus, komm. Ja, Alter. Nicht gemacht. Komm. Und komm. Komm. Ja. Und dann sind wir rüber zur nächsten Übung. Und außerdem noch ganz kurz. Ich finde auch Frontkniebeugen King of the Squats. Ja, definitiv. Also ich mache einfach die anderen Kniebeugen deswegen, weil ich da ein gewisses Kraftziel habe. Aber ich werde auch jetzt immer mehr wieder die Frontkniebeugen mit reinnehmen, weil die gehen mir einfach auch sonst viel zu krass auf den Arsch. Ja. Bei mir im unteren Rücken ist es Gott sei Dank kein Problem, weil ich einfach im Kreuzheben ordentlich, sage ich jetzt mal, unterwegs bin. Und die nächste Übung, sag mal dazu zwei, drei Punkte dazu. Ja, Bulgarian Split Squats war jetzt, glaube ich, für dich so das erste Mal. Das war auch das erste Mal, ja. Also Bulgarian Split Squats kann man natürlich in diversen Variationen ausführen. Viele Leute machen sie frei mit Kurzhanteln. Wir wollen aber halt auch doch hier möglichst viel Gewicht bewegen, möglichst viel Fokus auch auf den Quadrizeps und den Gluteus legen. Das ist natürlich so, wenn man das mit Freigewichten macht, dann ist das Ausbalancieren alleine schon sehr anspruchsvoll. Das heißt, ihr werdet da nie denselben Workload erreichen, wie jetzt zum Beispiel wie es gemacht habe mit der Multipress. Und das ist natürlich eine sehr taffe Übung, weil ihr erstens mal einbeinig die Übung ausführt. Das heißt, ihr müsst euch zuerst mal koordinativ schon daran gewöhnen, nur mit einem Bein zu drücken. Das hat man auch bei Karl sehr gut gesehen beim ersten Satz. Als er dann von links nach rechts geswitcht ist, sein deutlich schwächeres Bein, hat er direkt auch die Koordinationsprobleme gehabt, wurde dann von Satz zu Satz besser. Und genau das ist auch das Ziel. Man hat erstens mal eine unilaterale Belastung. Das heißt, man kann wirklich auch das schwächere Bein aufholen. Und zusätzlich ist es eben auch genial, weil man im Vergleich jetzt zu einem normalen Squat hat einfach auch noch ein bisschen mehr Empathie, auch auf, ich sag's mal, dadurch, dass man so tief kommt und auch aus dem Gluteus stabilisieren muss, hat man einfach den unteren Rücken sozusagen null dabei. Man ist in der Multipresse, auch eben von daher keine Belastung auf den unteren Rücken, wie man es jetzt kennen würde, wenn man jetzt eine Kniebeuge in der Multipresse ausführen würde. Ich hab's gar nicht im unteren Rücken, eben, also 0,0. Weil eine normale Kniebeuge in der Multipresse ist ja wirklich nicht wirklich gut. Aber dadurch, dass man es einbeinig macht, hat man da diesen Faktor ausgeschaltet und deswegen auf jeden Fall eine meiner absoluten Favoritenübungen. Geht, je nachdem wie man den Fuß auch verlagert, das habe ich dir ja auch gezeigt, geht es dann eben noch ein bisschen mehr in den Gluteus oder ein bisschen mehr in den Quadrizeps. Also wenn man eher, ich sag's mal, den Fuß eher nach innen, also innen lässt, näher zu sich, dann kommt man natürlich auch mit dem Knie weiter nach außen, was aber nicht ein Problem ist, solange man es eben sauber ausführt. Ich habe zum Teil auch gesehen, dass bei dir ab und zu noch ein bisschen die Ferse abgehoben ist. Das könnte auch an dem Schuh liegen. Ich habe ihm empfohlen, das Ganze mit dem Squat-Schuh zu machen. Genau, weil da natürlich den Fokus dann auch noch ein bisschen mehr auf dem Quadrizeps ist. Ich habe es jetzt so gemacht, weil ich die Übung ganzheitlich machen will, also auch noch ein bisschen für den Gluteus. Aber in meiner Meinung eine der besten Übungen. Ich fand es auch extrem geil. Dann sind wir zur nächsten Übung. Ja, das war die Glute Ham Raise. War für mich auch wieder ein First seit ewigen Zeit. Ich habe die immer andersrum gemacht. Ich kenne sie aus dem CrossFit. Und das war jetzt so für mich das allererste Mal. Wir haben sie in LA damals gemacht, aber an einer anderen Vorrichtung. Ja. Und die Übung war wirklich krass. Auch eine sehr technikintensive Übung. Gib da mal so zwei, drei Punkte. Ja, die Glute Ham Raise, was soll ich sagen? Das ist ein Bodyweight Exercise, was eigentlich. Also man kann eigentlich keine andere Übung damit vergleichen, also ob man jetzt Leg Curls macht oder rumänisches Kreuzheben mit 140 Kilo, man wird nie denselben Effekt erzielen in meinen Augen wie mit den Glute Ham Raises. Es ist halt einfach auch funktionell gesehen eine super Übung und ja, müsst ihr am besten einfach mal ausprobieren, eben auch technisch sehr anspruchsvoll. Die meisten Leute kompensieren zuerst sehr stark auf dem unteren Rücken. Ich erinnere mich da auch noch
an die ersten Versuche von mir mit Patrick, als wir auch kritisiert wurden für unsere Form, weil eben die meisten Leute diese Vorrichtung oder eine ähnliche Vorrichtung nur für diese Hyper-Extensions brauchen. Und bei den Hyper-Extensions arbeiten die Hamstrings nur statisch, das heißt, sie halten dich nur und dynamisch ist eigentlich nur der Unterrücken und das übernimmt man sozusagen dann auch auf dieser Übung. Wenn man es dann erstmal ein bisschen begriffen hat und merkt auch wirklich, dass man schon ganz unten aus den Hamstrings arbeiten kann, diese Explosivität entwickelt und dann oben eben auch noch lernt, diesen Squeeze auszuführen, dann ist es auch eine super Accessory Work, den man sich zum Beispiel auch mal fürs Kreuzheben überlegen kann. Also Leute, die zum Beispiel am obersten Punkt Mühe haben, mit dem Lockout die Hüfte auszulocken, ja, die können auf jeden Fall bei der Glute-Ham-Raise auch noch einiges mitnehmen. Und eben auch was Hypertrophie betrifft, hat einfach eine geile Übung. Und wenn man da mal so bei den 8 Reps ist mit Bodyweight, hat man auch die Möglichkeit, eine kleine Hantelscheibe hinzuzufügen oder hat einfach die Arme den Hebel entsprechend zu vergrößern und dann die Arme nach vorne zu nehmen. Genau, und abschließend muss man auch sagen, dass ich einfach wieder, ja, dass ich es einfach wieder extrem geil fand, zu zweit zu trainieren. Ja, und es gab einfach eine gewisse Dynamik. Bei der ersten Übung hattest du ein bisschen so ein Friendly Battle, weil man wollte schauen, schaffen beide so die 5x5. Ja? Man hat es zwar nicht ausgesprochen, aber es lag so ein bisschen in der Luft, zumindest hatte ich so das Gefühl. Ich wusste auch nicht so, hey, schaffe ich die? Ich muss mich wirklich zusammenreißen, auch dass ich hergehen kann und es machen kann. Ich habe dich gut gepusht, oder? Genau, er hat mich also sehr gut gepusht. Ich meine, dich hat wahrscheinlich jetzt diese ganze Technik-Sache noch mal ein bisschen gereizt, auch das in Zukunft vielleicht so ein bisschen auszuprobieren. Ich nehme aus jedem Training mit dir eigentlich immer diesen Base mit. Also wenn ich mit Karl trainiere, ich kann mich erinnern, wir hatten ein ähnliches Training mal in Venice Beach und da haben wir am Schluss des Trainings auch gesagt, Mann, wir haben ein richtig gutes Training. Das ist einfach dieser Base. Es gibt wenig Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt wenig Leute, mit denen ich überhaupt zusammen trainieren möchte, weil ich einfach Leute brauche, die auch auf meinem körperlichen Level sind, sondern auch mental diesen Push mit sich bringen. Hat einfach keep going, macht weiter und nicht irgendwie zu lange warten, nicht zu lange reden, nicht zu lange warten. Das ist, sogar Karl sagt mir ab und zu, komm, jetzt geht's weiter und so. Und ich so, oh shit, man, es ist wirklich hart und das macht mir auch Spaß und deswegen das nehme ich auf jeden Fall mit und hat einfach kleinere Sachen, nämlich meine, jetzt das mit der Standbreite, das sind halt einfach wieder so Sachen, das Knie, das ein bisschen nach innen wandert. Das sind halt Sachen, die merkt man selbst nicht. Die kann man halt durch einen guten Kollegen, der ein bisschen versiert ist oder auch einen Personal Trainer, kann man da sehr viel rausholen. Deswegen auch meine Empfehlung wie immer, holt euch Leute ran, die halt einfach ihr Handwerk verstehen. Lasst euer Training überwachen. Richtig geil, mich hat es extrem gefreut, ich fand es richtig geil. Und das war's, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Schreibt die Kommentare drunter, welchen Workouts ihr von uns noch sehen wollt. Wir planen auch wahrscheinlich einen neuen Trip. Ja, ja, es wird einen neuen Trip geben. Karl wird auch bald mal uns wieder in Zürich besuchen. Also wir sind auf Vorschläge gespannt. Eurerseits, schreibt es in die Kommentare und ich freue mich auf euer Feedback.